Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Arthur Story Modded. Oder ist eins von den Viechern, was ich suche? Ich auch welches Level 15. Wo ich eigentlich auf dem Meraxis unterwegs bin, um mehr zu sehen, was aber irgendwie nicht so klappt. Rot, ne? Ja. Jetzt hört er mich auch, das ist gut. Dann rede ich jetzt nicht nochmal 10 Minuten dummes Zeug. Und merke dann, dass das mein Mikrofon gemutet ist. Ich habe im Kopf Innostras. Wir haben auch eigentlich genug Gefiechere dafür. Ich habe im Kopf, wenn es geht, Postosaurus. Die sind nämlich jetzt nicht mehr einheitlich grau-schwarz, sondern haben jetzt ein neues Color Scheme. Und das sieht echt geil aus. Außerdem sind die eigentlich in der Gruppe ziemlich cool. Was ist das hier? Das ist einer von den neuen Postosaurus. Oh, wollte ich nicht. Die sehen halt schon cool aus, dass die jetzt so dreigeteilte Farbschema haben. Ich würde da hier vorne so ein bisschen lang gehen. Wir können uns hier besser gegen die Thylacoleo wehren, wenn uns einer mal vom Baum kommt. Naja, alles in Ruhe. Ich geh mal hier vorne so ein bisschen hin. Oh, das ist ein Geräusch, was ich gerne höre. Aber es ist kein Level, was ich gerne sehe. Euer fucking Ernst. Geht weg. Oh, 150er Trode. Lasst mich einfach alle in Ruhe. Danke. Shieldhorn, nice. Und ganz viele Postosuchers sind da bei dem Ball. Nicer Dicer, aber leider nicht das, was ich suche. Also alle wieder weg. Wir sehen schon cool aus, die Postosuchers. Mal weg. Danke. Da hinten ist nichts, ne? Nicht, dass du da. Ah, da hinten sind Deinotheriums. Mal kurz deinen Arsch da wegnehmen. Danke. Und wir erschwitzen gerade. Erschwitzen wir auch? Okay, so erschwitzen wir nicht. Erschwitzen wir mit dem Ding noch? Ja. Dann zeig mir, was da hinten so ist. 45er. Ein Rex und ein Neovenator. 50er. Nur ein drittes bei 45er, glaube ich, ist es noch, ja. Ja, das ist kein Level, was wir brauchen. Geniodectus würde ich mir nehmen, aber ich habe keine Geniodectus bisher gesehen, großartig. Ich glaube, ich habe insgesamt 3 Stück gesehen und das war auch jetzt nicht leveltechnisch so geil. Ich glaube, ich gehe noch meine Redwood mehr rein. Komm ich hier hoch? Eine Seite muss ich, glaube ich, kommen. Oder? Ja, hier. Dann ist ja so eine Wand. War die schon immer da? Eigentlich schon, ich habe sie noch nicht gesehen. Und die geht hier auch komplett einmal durch. Also, irgendwas muss der Typ an dem Sattel ändern. Das ist schon nervig. Ich glaube, das ist ein Shield, das hier Thylacoleo ist und einen nicht abholen können. Aber das ist einfach nur mega im Weg, das Ding. Hallo Megaloceros. Wollte ich eigentlich nicht niedertrampeln. Kannst du mich bitte... Okay. Hat er sich schon freigebackt. Es ist schon wieder so leer hier. Warum? Das ist jetzt... Ah, keine Ausdauer mehr. Okay. Wir haben Berries, Berries, Berries. Mal her. Mal ein bisschen essen. So. Der Rest kommt weg. Kann ich mich nackig machen und dann ist gut? Nein. Schade. Aber 2 Meter weiter ist natürlich wieder leer. Also ich wundere mich manchmal echt, wie es hier so leer sein kann. Sterbt mega neu aus. Sterbt. Hier ist es gar nicht leer, sondern dein Fa. Oh, das ist 135er. Komm, ah, jetzt komme ich an den Rand. Stirb.
werde euch nicht nochmal zählen, obwohl ich glaube, ich habe jetzt sogar Kibbel, wo es schneller gehen würde mit. Aber ein Scheiß werde ich das, glaube ich, nochmal in der Folge machen. Ist dann Baby? Baby, ne? Was für eins? Ein Raptor. Damit. Hier oben am Berg gucken, da könnten noch Pyroraptoren sein. Und Pyroraptoren, gute Raptoren. Oh, ich hätte so gern ein Geniodectes. Die sind schmal, die sind schnell, die sind stark. Da hängt ein Pfeiler. Na komm, gib mir den Pfeiler. Ach, jetzt hat er mich, oder was? Ja, der tötet mich. Aber nicht schlimm. Fuck, doch, ist doch schlimm, weil wir auch keine Dings mehr hier haben. Hm. Na, dann laufe ich da jetzt wohl mal hin. Natürlich bin ich überhitzt. Nee, die anderen Schlafsäcke. Oh! Nein! Nein! Geh weg! Geh weg! Immer noch hinter mir. Geh weg! Das war dumm. Schön, dass du ein Pyroraptor gespawnt ist. Finde ich toll. Und ich hatte mich nicht gesehen. Er hat mich gesehen, ich habe ihn gehört. Kann relativ gut vor allen Dingen weglaufen. Außer vor dem. Oh, das war auch was Böses. Ja, okay. Ich glaube, ich muss mit Magentavis außer Base herfliegen. Ja, das schaffe ich nicht. Ja, das mache ich aber jetzt nicht in der Aufnahme. Wir sehen uns gleich wieder. So. Ja. Magentavis verstaut, wieder aufgesessen. Leichendings vielleicht noch wegmachen. Nein, ich weiß, dass ich im Admin-Mode bin. Das nervt total, dass das auch auf R ist. Mal die MS im Auge behalten. Das sieht man ja leider nur, wenn man im Admin-Mode ist. Also, wenn man halt Admin ist. Nicht im Creative-Mode, sondern halt im normalen Admin. Mega nervig. Bei euch hier los? Ihr seid einfach nur alles. Gut. Kann ich euch auch töten. Auch dich. So. Sind hier vielleicht Pyroraptoren anwesend? Ein Mid-Level Pyroraptor, wenn er nur zwei Federn frisst, würde ich vielleicht sogar nehmen. Wenn ich zwei Mid-Level-Raptoren finde, mit unterschiedlichen Geschlechten, ich hole da einfach Eier raus und ich töte die ausgewachsenen Pyroraptoren für einen F1 oder einen F2 Phoenix Raptor, wären die actually auch so gut wie ein High-Level Pyroraptor. Die wären schnell. Ich kann auf denen, glaube ich, schießen. Wäre vielleicht gar nicht mehr so verkehrt. Aber dafür muss man halt auch erstmal einen finden. Und natürlich tut sich da wieder nichts. Hm. Geradeaus war was. War, glaube ich, ein bisschen größer. Haben die mit dem Licht was gemacht? Und das Light-Setting ist ein bisschen anders. Oh, hallo Rexipu. Level? Na, never mind, Brudi. Kannst direkt sterben, du. Was ist ein Pyroraptor? Sag, du kannst direkt sterben. Danke. So, hallo Pyroraptor. Cool, danke. Danke, dass ich einfach hier random runterfall. Wo ist er jetzt? Ja. Level 10, das ist schon sehr low. Da ist noch einer. Ich höre ihn.
Oder? Aber er das noch. Ja, vielleicht war er das noch. Dieses Brock. Geh mal hoch. Da rechts noch was Größeres. Was, Saber, du kannst mich mal. Höre ich hier gerade was oder ist das nur mein Echo? Scheint, ist das nur mein Echo. Dann gehen wir in diese Richtung weiter zurück. Was? Ah, sorry, Anki. Das ist auch der, den wir gehört haben. Alles gut, Anki. Keiner will was von dir. Solange dich kein Agentavis tragen kann, bist du uninteressant für uns. Auch uninteressant. Ein Baum, der im Weg ist. Mal auf den Vorplatz gucken, aber ich glaube, hier ist nichts. Ne? Gut. Dann gehen wir hier lang runter. Ja, nicht zu viel Schaden kriegen. So. Eigentlich müsste man hier actually auch mal was finden können. Ich meine, hier spawnen alles, das heißt, hier spawnen auch Eocacherias. Was macht man nochmal mit dem Sivaterium? Ah, Veggie Cakes. Veggies oder Veggie Cake. Okay, die würde ich wahrscheinlich nicht zähmen. Mit Berries habe ich da keine Lust drauf. Hallo Lystro. Hallo Chompies, euch habe ich auch gehört. Ich wieder out of stamina. Gehen mal hier runter. Da rennt ein Terrorbird, I guess. Sonst nichts. Da geradeaus war ein Nostra. War zu groß für was anderes. Darüber? Gut. Ah, nee, es war ein Shieldhorn. Cool. Und ein Moschus, toll. Limimus, ganz toll. Mal schön hier weiter runter. Hallo Spino. Actually, Spinos, ja. Kann ich Level 10. Level 10 bist du leider nur ein Fall fürs Fresskommando. Dann müssen wir Raxis, das sind zwei Rexe. 10 und... Na, sorry, nein. Auch mit Mate boostet seid ihr leider scheiße. Warum hat er seinen Heal-Boost an? Ich hab die nicht angemacht, die Heal-Infusion. Ich meine, er kann die von mir aus trotzdem anhaben. Voll okay. Aber ich habe sie nicht angemacht. Da ist der Baby Rex. Und deine Eltern dich zurückgelassen, kleiner Baby Rex. So, was ist bei dir da los? Level 10 leider nur. Dann töte ich dich mal, dass du irgendwo anders wieder spawnen kannst. Farbe finde ich actually ganz nice. So mutierten hätte ich auch Bock drauf. So einen komplett schwarzen mit irgendwie gelben Streifen oder so eine Scheiße. Aber ihr versucht da einen Rex zu töten. Was ist das denn für ein Rexi? In einem Pronto. Ah, cool, ist schon wieder hier. Weiß nicht, was das manchmal für Einbrüche sind. Rex Level 50, okay. Kein Level, was mich irgendwie großartig interessiert. Links und rechts auch nichts zu sehen, toll. Dann spielen wir anscheinend wieder das Gleichspiel.
So, da sind wir wieder in einer U. Da ist ein Innostra. Hier 120 ist der Kleine. Versucht gerade so ein bisschen hier nochmal aufzurollen. Wow. Da wurde ein Babyrex so angreift. Ja. Hör auf! So, da soll ich zwei erstmal schön fertig machen. Hilft das? Ja, tut es. Dann nur wenig. Oh fuck. Ich kann den nicht angreifen. Er greift auch meine Viecher nicht mehr an. Ein bisschen doof. So, den habe ich weg. Lässt er mich auch in Ruhe und greift die Viecher wieder an? Ganz ehrlich, ich weiß der fuck it. Kann sich mal umdrehen, wir töten den. Der hat sowieso jetzt schon Taming Efficiency verloren. Nee, hat er nicht. Er hat keine Taming Efficiency verloren. Na toll, das geht aber nicht. Passiv und Ignore Whistle. Dann kann ich die nämlich einfach neutral stellen. Kann die dann hoffentlich einfach töten. Wenn er die dann mal trifft. Sehr gut. Mein Heal mal anmachen. Oh, Baby Terror Birdie. Nee, greif du mal schön die hier an. Ich hab dir gar nichts getan, Kollege. Greif schön die Babys an. Warum greift er jetzt wieder mich an? Bist du behindert? Ich komm hier noch nicht mal weg gerade. Ja, und jetzt habe ich ihn wieder am Dings gemacht. Weißt du was? Stirb, du Drecksvieh. Keiner hat Bock auf dich. Scheiß drauf, dass der jetzt hier 5 Viecher getötet hat. Aber das ist mir zu dumm mit dem. Muss ich irgendwie anders lösen. Weil da stellt sich ja richtig scheiße an. Theoretisch müssen wir irgendwo auf dem Quetz stehen und das bei dem machen. Hm. Ist sonst noch was? Das da hinten? Ein 70er Meraxis kann halt auch gar nichts. Machen wir mal wieder raus. Obwohl, weißt du was? Ich lasse ihn an. Geht eigentlich gerade. Ah, dann gucke ich mal noch mal ein bisschen weiter. Jetzt muss ich euch einmal zeigen. Guck mal hier. Level 303 Mororex. Ein Camouflage. Geil. Das ist... Wow! Oh mein Gott! Das ist einer von den Spielern. Weg hier. Wer hat denn hier Mororex auf Aggro oder so rumlaufen? Wenn er mich jetzt angreift, gut. Ich dachte gerade, das wäre ein Wilder. Ich dachte mir gerade so, soll man den zähmen? Ach nee, macht ja keinen Sinn. Die sind ja so asozial krass. Ich wollte gerade gucken, wie viel Leben der hat. Aber gut, bei 1600 Schaden bei seinem Tailswipe, denke ich mir dann auch, ist mir auch scheißegal, wie viel Leben der hat. Gut, ja, der steht dann da hinten rum. Dann werde ich in die Ecke schon mal nicht reingehen. Da sind Uranosaurier. Die sehen ganz cool aus, wenn man sie halt nicht... Ich meine, dieses
weil sie die Texturen auf Epic hat. Andernfalls nicht so. Haben wir da Atlas Kodiak Level 130. Kann ich den mal bitte mehr sehen? Seid ihr denn jetzt schon wieder Akku? Ich habe euch gar nichts getan. Fuck, ich habe gar nichts getan, Mann. So, zeig mir her hier. Kannst du mal dein Gesicht aus, danke. 130. Bräuchte 5 von den Kibbeln, die wir schon haben. Hat aber 10.000 Torpor. Macht wahrscheinlich auch gar nicht mal so schlecht Angriff. Wir können aber... Aerosmith. Hallo? Den hier auf jeden Fall und den hier. Können mal gucken. Okay, was auch immer der da macht, so funktioniert es nicht. Holen wir mal kurz die Schlängelchen. Warum bist du jetzt? Ne? So. Heilung an. Sehe ich das gerade richtig, dass der Bär 300 Schaden macht? Ja. Kann der auch nicht gegenheilen. Gut, ciao. Renn mal hier durchs Wasser, dass du dem loswirst. Gut, ich kann nicht wegrennen. Kann noch nicht angreifen. Ah, okay, weil der Server schon wieder platt ist. Wie ich ihn zweimal nicht treffe, obwohl er direkt unter mir steht. Lauf! Müsst halt irgendwo hin, wo der nicht hinterherkommt. Das schaffe ich nicht. Ich kann nur durchs Wasser gehen. Dadurch, dass der schwimmt, ist er deutlich langsamer als ich. Aber der hat auch schon abgelassen von mir. Sehen schon geil aus, die neuen Postos. Wenn ich jetzt nochmal irgendeinen finden würde, ich habe noch... Da ist ein Postosaurus-Nest. Ich muss mich gerade beschweren, dass ich noch nichts gefunden habe. Ist nicht merken. Postosaurus-Ei. 20. Die Vaterium sind deutlich weniger selten, als sie sein sollten, I guess. Denn ziemlich hat dein Vaterium spawn. Die völlig eskalieren hier. Cool. Ja, sonst kann man hier nicht viel machen. Halt gerade alles tot. Was wir aber machen können, dafür müssen wir nur gucken, wie wir es am besten machen, ist da vorne den Spino holen, der da oben ist. Weil der Kollege ist rein zufällig Level 130. Habe ich vorhin schon gesehen, dachte mir aber eigentlich, habe ich keinen Bock, den zu zähmen. Wir könnten den mit Kibbel zähmen, wir könnten ihn aber auch mit Prime-Fisch zähmen. Mit Prime geht sogar schneller. Das Einzige, was wir halt haben müssen, ist eine Position, aus der wir den auch zähmen können. Das heißt, vielleicht da oben hin und dann von da aus her schießen. Weil da oben, wo er gerade steht, kann man sehr offensichtlich nicht sich hinsetzen. Mama. Wir haben über 200 Narkotik dabei. Wenn die nicht wieder despawned sind. Theoretisch könnte man das von hier machen. Ja, vielleicht von hier. Obwohl, da kommt er vielleicht da hinten rum. Vielleicht ist von hier tatsächlich besser. Warum bin ich jetzt so langsam? Weil der hier nicht hochkommt. So. Schön den Stück. Okay. Müsste passen. Ja. Der greift ja nicht an. Eisbienöchen. Na, was geht bei dir so? Ich hab Bock, in mein Team zu kommen. Sonst gibt's Schokolade. Versprochen. Magst du keine Schoki? Kannst auch Bonbons haben. Wir haben auch die Möglichkeit, dir Bonbons zu geben. Wenn du lieber Bonbons magst. Einfach nur herkommen. Genau. Wenn du still hältst, geht's schneller. Alter, da ist komplett alles rein, was geht. Das
ein Spino, der hält das aus. Wenn ich nicht schon wieder FPS 1 und Ping 3000 habe. Warum sieht das schon so angeschossen aus? Wieder herkommen? Der hätte für... Ah, fuck! Jetzt aber rein. Aus irgendwelchen Gründen bleibt er da stehen und haut. Das ist gut für mich. Ich schieße da jetzt komplett rein, was geht. Kann mir leider gerade nicht helfen. Weil der da oben ja Dings ignoriert. Wir haben aber angepfiffen, eigentlich müsste er herkommen. Na, kommst du jetzt mal her, du Kackpratze? Eigentlich keinen Bock, dir jetzt da hinterher zu laufen. Du bist, solltest eigentlich ein schlau genug Pathfinding-System haben, dass du das selber kannst. Dankeschön. Ja, du Kackvieh. Hör auf zu fressen. Oh mein Gott, ich hasse Fressanimation. Mach das doch im Laufen. Ah, wo ist mein Spino? Ist er weg? Der ist weg, oder? Ich glaube nicht, dass er K.O. ist. Hier. Keine Info? Ja, da ist keine Info zu obtainen. Da ist er. Ist doch einmal im Kreis gelaufen. Ja, zielen wäre noch geil. Getroffen. Er ist halt tausendmal schneller als ich. Mag nicht. Oh, nice. Ist ja richtig nice. Schon unheimlich, wie nice das jetzt gerade ist. Fischies. Nicht so ein Fischi. Mach mal kurz hier das Evil Chicken weg. Das auf dumme Gedanken kommt, auch wenn es sehr weit weg ist. Scheiß Schildkrötenbaby. Du auch sterben, bitte. Komm schon. Danke. Okay. Spino liegt. Wird Spino, wie gesagt, gerne Prime Meat geben. Dafür müssen wir aber... Warum ist der wieder so schwer? Weil der ein bisschen viel Essen dabei hat. Dafür müssen wir für Spino aber Dings finden. Fische, die richtigen, die hier. Hi Prime? Oh oh. Der Mororex von... Ja! Den lasse ich jetzt wohl nochmal aufwachen. Der ist, ja, der ist RIP. Gut, dass die schnell aufwachen. Gut, dann mache ich das jetzt zwischen den Folgen nochmal. Das von Eocarch. Merax ist Level 60, okay. Hol jetzt ein paar Tore, lass den da drin aufwachen, zähm ihn dann nochmal. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich würde sagen, bis dahin. Ja, ciao. Mann.